Revelio. Eine Leiter. Die brauche ich. Was ist da draußen los? Oh. Hier ist da draußen. Oh. So, warte mal, ich will mal was gucken. Was ist, wenn ich... das hier so mache? Protego! Ups. Kafringo! Ah, hat hier! Idiot! Lass hier! Ich weiß zwar nicht, wie der es geschafft hat, sich zu teleportieren, aber... So ein traurig wirkender Ort. Finde ich persönlich eigentlich nicht... gar nicht... Finde ich persönlich jetzt gar nicht. So traurig finde ich den jetzt nicht. Ich finde es halt eher nur schade, dass man da sich halt nicht einfach... Also ein Abenteuerspielplatz wäre ganz cool. Eigene Gefahr natürlich. Hier gibt es noch Schatztruhen. Wie komme ich an diese Schatztruhe dran? Confringo. Nope. Revelio. Sammlung aktualisiert unverzichtlich. Aber was ist... Aki! Confringo! Revelio! Okay, vielleicht muss ich nach oben. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Incendio! Akio! Protego! Lass das! Ich werde keinen Tod rächen! Akio! Confringo! Noch, komm schon. Revelio. Hier unten ist eine Schatztruhe, da will ich hin. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Da frage ich mal nicht. Die Frage ist eher, macht das überhaupt noch Sinn, diese Kletterpartien, wenn ich das mit Besen machen kann? Revelio. Ich meine, ich will es nicht hinterfragen. Ich finde das cool.
das immer ich? Ich könnte schwören. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Komm weiter! Oh, das mit den Schutzschildern ist echt gemein. Protego! Idioto! Das mit den Schutzschilden ist echt gemein. Lass mich mal ganz kurz was überlegen. So. Das bedeutet, durch diese ganzen verschiedenen Resistenzen, die sie haben, kann man gar nicht wirklich sein Lieblingsset an Zaubern benutzen, sondern ist gezwungen. Dieses Schloss verbirgt allerhand. Revelio. Um einiges zu nutzen. Sieht nach Ärger aus. Ach Quatsch. Accio. Muss ich hier hoch? Betreten wir mal die Ruinen. Was finden wir wohl hier drin? Revelio. Hallo Mäuschen. Wie hieß im Film Kretze? Wache zu halten. Akio. So. Das du bezahlen. Protege. Das war's. Akio. Protege. Akio. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Revelio. Ich muss mir nichts sagen, aber warum ist der so mad? Der Kleine fängt richtig an, radikal zu werden. Ohomura. Verzauberte Schmiedekunst. Adelaide hatte wohl den richtigen Riecher. Hätte ich hierhin gemusst? Revelio. Nicht wirklich. Aber wie komme ich darüber? Na gut, ist egal. Revelio.
sind hingefallen. Protego! Oh, sie ach, hier. Das war also einer dieser Totenbeschwörer. Der hat die also alle wieder lebendig gemacht. Und ich bin da viel zu unvorbereitet rein. Viel zu unvorsichtig. Ich bin halt doch ein eher unvorsichtiger, aber ein sehr engagierter Schüler. Würde eine Kesseltür. Sagen. Wie geht sie auf? Das weiß ich doch nicht. Dafür sind wir hier, um das herauszufinden. Oder nicht. Erkunde den Außenposten der Kobolde. Bin doch aber noch innen drin. Ins Händchen. Okay. Was haben die denn für ein Schild? Ich will zwar echt nichts sagen, aber das ist ein bisschen too much, ja? Ach hier. Das hier. Im Zentrum. Rebellion. Meine Güte.
Vielleicht ist heute auch einfach nicht mein Tag. Ausrüstungsplätze sind voll. Protego! Warum hat man so wenig Ausrüstungsplätze? Das ist nervig. Wie 20 von 20. Und das ist mal 21. Kann ich eigentlich nur noch versuchen, Schadensbegrenzung herzustellen. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Hier ist doch noch eine Schatztruhe. Rebellion. Den nehme ich mal mit. Ich glaube, wir hätten erst mit dem Roland sprechen müssen und dann hier rein sollen. Aber komm, passt schon. Revelio. Da sind noch so viele Schatztruhen. Wo gehe ich denn da jetzt am besten hin? Ach hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Hey Boys. Der gute Typ ist hier. Der euch alle schlachten wird. Neapelstreifen. Schal. Wir haben gut Offensive aktuell. Sonst gibt's hier nix. Hat sich aber gelohnt. Power-Trank, das gefällt mir persönlich aktuell ganz gut. Die Frage ist nur, wo gehe ich jetzt weiter? Wahrscheinlich dort draußen, wo der Troll war. Wetten? Rebellion. Aber Quest lockt mich hier hin.
Revelio. Hä? West schleudert mich hier hin. Na dann. Ist zwar komisch, aber dann will ich mal gucken. Okay, das waren also Sachen, womit ich hätte angreifen können. Sprich mit Roland durch seine Zellentür. Aber die hätte ich. Warum muss ich die alle besiegen? Hier noch irgendwas? Nee, ne? Nur Gefängniszellen. Gut. Mit dem hätte ich sprechen sollen und dann... Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die? Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Chance, hier herauszukommen. Bitte. Machen wir mal. Oh, mein Danke. Geschafft! Mein Zauberstab. Ach, und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Ach, und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Renrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Ach, es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen.
Er hält uns alle für grausam. Also ist sein Hass nur auf einem Missverständnis Freut basiert, mich, dass weil, ich ihn er konnte, Mr. Oaks. Weil er einem Arschloch Adelaide begegnet hält große ist. Stücke auf sie. Und ich auf sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Gut. Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Das stimmt. Wenn auch nur schade. Level up. Reveal. So, hier gibt es aber noch mehr zu entdecken. Hier soll es auch noch eine Schatztruhe geben. Violetter Schal mit Schlossmuster. Oh, das hört sich auch nicht schlecht an. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Ich habe so das Gefühl... Nein, nicht Inventar. Erstmal Ausrüstung. So, jetzt haben wir einen neuen Schal bekommen. Erst mit Level 24... Okay, wir sind 23. Ja, ist okay. Ist ja gar nicht mal so lange her. Wie viele Talente haben wir denn? Ich meine... So, komm, was war am Hammer? Ruff geschissen. Draußen ist aber noch ein Dingsbums. Rebellion. Draußen ist noch ein Troll, den ich eigentlich gerne hätte. Weil hier liegt noch ein bisschen was herum. Ist, wie komme ich hier rein? Incendio. Hat sich geklärt. Finde ich cool. Protego. Ausrüstung ist voll. Dabei habe ich doch eigentlich vorher... was Blaues will ich eigentlich nicht kaputt machen. Schon gar nichts Legendäres. Einfach aus dem Aspekt, dass es sehr viel... Dass es sehr viel... so viel mehr Geld gibt. Von Elfen gefertigt. Alter Schwede, ist das super. Rebellion. Gut. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö, ne? Das bedeutet, ich kann hier ganz entspannt raus. Wenn es hier überhaupt rausgeht.
Super. Revelio. Üben ist noch ein Troll. Gepoltert! Los, Verteidigung! Ein Angriff! Lazio! Inzentrum! Los, Verteidigung, kein Angriff! Revelio! Sammlung aktualisiert, verbrennen 2. Ist ja nicht verkehrt, aber wie komme ich in diesen... Achso, das ist ja keine Truhe, das ist ja dieses... Schiebeding. Das hätte ich hier wahrscheinlich hinschweben können, um was zu machen. Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Lazio! Revelio! Das ist nur noch der hier? Au! Au! Falscher Knopf zum Ausweichen. Kann sagen, was du willst. Ja, ich würde sagen, aua, abo, hawa. Aber gut, ich hätte auch vom Besen aus rumschießen können. Was hier wohl passiert ist? Ich würde sagen, hier hat's aua gemacht. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Ich weiß, dass du das die ganze Zeit sagst, aber wir sind hier schon durch. So, das war doch schon mal ein Abenteuer. Das ist wieder eins von diesen Merlin-Prüfungen.
gucken wir mal. Contango! Sag mal, bin ich blöd? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, ich weiß. Ich würde einfach nur gerne wissen, wo diese Scheiß... Wo diese scheiß Fackeln sind. Hier ist eine. Contango! Wo ist die nächste? Contango! Ach hier! Wo ist die fucking nächste Fackel? Sorry, Hundi. Da musstest du wohl dran glauben. Gut. Herausforderungen 25%. Das sieht doch schon mal gut aus. Nehme ich mit, nehme ich mit. Ist egal. So, was haben wir denn sonst noch? Inventar, Sammlung, Aufträge. So, Belohnung, Kräuterkunde, Unterricht am Tag besuchen. Vingarum Leviosa. Oh, das klingt interessant. Mache ich doch gleich mal. Dann muss ich nach Hogwarts. Die Professor Garlic. Astronomieturm. Ich spreche erstmal mit ihr. Aber das machen wir heute nicht mehr. War lang genug. Schönes Abenteuer. Macht's gut, Leute. Tschüss.